Heute tanzen wir gemeinsam mit der Federboa. Mein Name ist Jana, ich bin Tanzpädagogin, Burlesque-Künstlerin und Bauchtanzlehrerin. Und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du von mir kleine Burlesque-Choreografien zum Mittanzen. Heute tanzen wir mit der Federboa eine kleine Tanzkombination. Ich zeige sie dir zuerst einmal vor, dann erkläre ich sie dir Schritt für Schritt und ganz zum Schluss tanzen wir sie beide gemeinsam. Und ganz wichtig, wenn du keine Federboa hast, dann nimm gerne einen langen Schal oder ein Tuch, das geht natürlich auch. Und los geht's mit Teil 1. Teil 1 ist das Öffnen der Federboa. Und dafür stellen wir uns elegant hin in einer schönen Pose. Für diese Pose drehst du einmal deine Füße, beide 45 Grad nach außen, sodass sie so in die Ecke des Zimmers zeigen. Jetzt stellst du einen Fuß auf. Ja, stell ihn nicht zu weit weg hier irgendwo, sondern wirklich dicht am anderen Fuß. Dein Knie ist hier über das andere Knie, also nicht so, sondern so. Machst hier wirklich schön eine elegante Pose. Du streckst dich, dein Dekolleté ist offen. Ja, also mach dich hier nicht so klein, sondern richte dich auf. Deine Schultern sind einmal nach hinten gerollt und in die Hosentasche gesteckt. Dein Hals ist lang und dein Kopf wird an einem Silberfaden nach oben gezogen. Genau. Und jetzt schließt du deine Boa hier einmal vor deinem Körper. Und damit sie dir nicht so runterrutscht, nimmst du hier auch die Ellenbogen etwas nach oben. Ja, und hältst sie hier vor deinem Körper so einmal zu. Und jetzt kannst du hier so etwas, ja, schmeichelnde Bewegungen machen. Und öffnest deine Federboa zur einen Seite. Schaust dabei hinterher. Schließt diese Seite wieder, öffnest zur anderen Seite. Und jetzt öffnest du beide Seiten. Genau, das ist der erste Teil der Choreografie, das Öffnen der Federboa. Der zweite Teil ist der Schulterschimmi. Also mach diesen Schulterschimmi, solange du magst und solange das sich für sich gut anfühlt und das zu deiner Musik passt. Generell tanzt diese Choreografie hier wirklich nur für dich. Denk jetzt nicht daran, oh Gott, was würde jetzt hier mein Kollege denken, wenn der mich so sehen könnte? Oder um Himmels Willen, ich muss jetzt hier noch das und das und das machen und habe eigentlich gar keine Zeit. Versuch das einfach mal wirklich so zu vergessen und wirklich dir jetzt diesen Moment so für dich zu gönnen und das einfach zu genießen. Genau, so, das war Nummer 2, der Schulterschimmi. Nummer 3 sind jetzt drei kleine Schritte nach vorne. Und zwar gehst du hier mit dem Bein los. Eins, zwei, drei. Wenn du möchtest, kannst du dir noch so ein bisschen so einen eleganten Schwung reinbringen oder du gehst einfach so nach vorne. So, wie du das möchtest. Ja, so, das war schon Nummer drei. Drei Schritte nach vorne, ganz einfach. Der nächste Teil der Choreografie ist hier einmal eine große Bewegung. Dein Bein nach außen strecken und jetzt streichelst du mit diesem Ende der Federboa deinem Bein entlang. Und wieder hoch.
Wenn du nach unten gehst, um dein Bein zu streicheln, lass dabei deinen Rücken gerade. Aus deinem Dekolleté scheint immer noch die Sonne. Und du machst es hier wirklich genüsslich. Also fall hier nicht so in dich zusammen, sondern richte dich auf, bleib dabei elegant. Genau, und dann streichelst du hier einmal genüsslich dein Bein. Genau, und genieße wirklich so diese flauschige Federboa. Genau, und ja. Die Schlusspose. Dafür ziehst du dein Bein wieder nach innen, stehst wieder in der eleganten Pose, wie wir sie am Anfang schon mal hatten. Wirbelst mit den Enden der Federboa. Und tada! Genau, das sind die 5 Schritte unserer Kombination. Wenn dir das Video bis hierher gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Und wenn du hier Wünsche hast für das nächste Video, dann lass mich das gerne in den Kommentaren wissen. Genau, wir tanzen jetzt beide unsere Choreografie noch einmal.